Hi, ich bin Philipp und mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man über die Flink-Webseite alltägliche Fahrten eintragen und Mitfahrer finden kann. Nach dem Einloggen sehe ich sofort eine Übersicht meiner Flink-Aktivitäten. Links sehe ich meine Aufgaben, die ich auf Flink noch zu erledigen habe, und meine nächsten Fahrtangebote und Mitfahrgesuche. Auf der rechten Seite finde ich Informationen zu meinem Vertrauensnetzwerk. Um eine neue Fahrt einzutragen, muss ich nur den entsprechenden Knopf auf der Übersichtsseite klicken. In meinem Beispiel möchte ich meine Fahrt zur Arbeit anlegen. Ich fahre von Dietzenbach nach Dieburg. Für meine Heimatadresse habe ich bereits einen Favoriten erstellt, den ich mit einem Klick auf das Sternchen gleich auswählen kann. Meine Arbeit muss ich noch eingeben. Es geht nach Dieburg in die Hohe Straße. Weil ich erst ab nächster Woche fahre, passe ich das Datum noch an. Ebenfalls die Uhrzeit. Und da ich diese Strecke ja öfter fahre, gebe ich genau dies an. Die Vorauswahl von Montag bis Freitag ist bei mir passend. Optional kann ich noch angeben, was ich dort mache. Das ausgefüllte Formular abschicken und schon beginnt Flink nach passenden Mitfahrern für mich zu suchen. Flink hat schon ein paar Kandidaten für meine erste Fahrt am Montag gefunden. Katrin zum Beispiel sucht einen Fahrer von Eppertshausen nach Dieburg. Ihre Strecke passt ziemlich gut zu meiner. Daher frage ich gleich mal nach, ob sie nicht bei mir mitfahren möchte. In der Zwischenzeit schaue ich mir nochmal meinen Fahrtenkalender an. Dort sehe ich, dass meine Fahrt automatisch für mehrere Tage eingetragen wurde. Auch für diese Fahrten sucht Flink schon nach passenden Mitfahrern. Die rote Bubble oben links zeigt mir, dass ich neue Benachrichtigungen habe. Katrin hat meine Anfrage bestätigt und ebenfalls zugesagt, sodass sie nun eine feste Mitfahrerin für diese Fahrt ist. Die zweite Benachrichtigung ist von Silvia. Silvia möchte wissen, ob ich sie auch für 2 Euro mitnehmen würde. Die Strecke an sich passt gut und ihr vorgeschlagener Preis ist für mich in Ordnung. Daher bestätige ich ihre Anfrage. So einfach und schnell kann man seine alltäglichen Fahrten zur Arbeit anbieten und Mitfahrer finden. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei Flink anmeldest und ebenfalls deine regelmäßigen Fahrten oder Mitfahrten einträgst. Wer weiß, vielleicht triffst du sogar bisher unbekannte Kollegen auf deinem Arbeitsweg und ihr könnt bald regelmäßig zusammenfahren.